Norbertl, jetzt erzähl mir mal, bitte ganz genau, wo der Wahl eine Meldeadresse hinterlassen und die Polizei nicht gemeldet ist. Das hat er ja gerade in seinem Video behauptet, oder? So. Dann kann er dir nochmal preisgeben. Macht aber gar nichts, weil der Rechtsanwalt kriegt ja nie sowieso raus. So. Das war Punkt 1. Punkt 2. Wenn man in Deutschland sich auffällt, hat man sich zu melden eine Meldepflicht. Das heißt, ich muss, wenn ich umziehe, muss ich mich bei der Behörde vor Ort melden und anmelden. So, dann muss ich meinen Ausweis ändern lassen, weil da steht nämlich die Adresse drin. Und das ist ziemlich zügig, weil sonst gibt es nämlich eine Strafe. So, dann brauche ich nicht großartig rühmen. Das ist Punkt 3. Wenn man sich dann meint, man muss umziehen, obwohl man da monatelang erzählt, wie toll man ist und was man alles für eine tolle Familie und eine riesen geile Show von spaltet. Na, wenn ich dann schon umziehe, jetzt muss ich ein bisschen ruhiger werden. Aber ich werde gleich nochmal laut durchgehen, mein Freund. So, dann muss ich mich fragen. Seltsam, mein Gutstuhl. Verpissen müssen von dem, was er so toll findet, von seiner Familie, von seiner Frau, von seiner Tochter, oder wenn es überhaupt seine Tochter ist, oder von seinem Sohn, der im Knast sitzt, oder was willst du mir eigentlich für einen Scheiß erzählen? Ja, ihr zwei seid die größte Nase, die es gibt, soll ich mal sagen, ja? Nimm mal ein Wackelstäbchen, ein Ohrenstäbchen, nimm jetzt mal nicht her, ja? Und fahr mal ganz durch das Hirnfleck, kommt auf der anderen Seite mal wieder raus, die Scheiße, wo ihr drin hängt. Ihr zwei voll täuscht, ne?